Hallo Leute und willkommen zu Part 2 der Q&A-Serie. In meinem Teil 1 habe ich ja alle Fragen rund ums Psychologiestudium beantwortet. Und in diesem Video sind die medizin-related und die persönlicheren Fragen dran. Ich werde erst mit Medizin anfangen und die persönlichen Dinge kommen dann zum Schluss. Aber falls euch nur die persönlichen Dinge interessieren, dann skippt zu... Ich weiß, ich habe es schon im Teil 1 gesagt, aber ich wollte einfach nochmal ein riesen Dankeschön an euch richten, weil ich so unglaublich viele Fragen bekommen habe und ich hätte damit nie und nimmer gerechnet. Und ihr habt mir damit einen kleinen Traum erfüllt, weil ich einfach irgendwie schon immer ein Q&A drehen wollte. Deswegen danke nochmal an alle, die eine Frage gestellt haben. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit Frage Nummer 1 und zwar... Warum möchtest du Medizin studieren, beziehungsweise wie bist du zu der Entscheidung gekommen, wirklich wechseln zu wollen? Spielt dabei Zeitdruck auch eine Rolle? Also bezogen darauf, dass du schon fast fertig mit deinem Bachelor bist und du bei Medizin nochmal von neu anfangen müsstest. Punkt. Bis du dann im Berufsleben angekommen bist, dauert das dann ja noch länger als sonst schon. Erstmal zur ersten Frage. Warum möchte ich Medizin studieren, beziehungsweise warum habe ich mich dazu entschieden zu wechseln? So, das ist eine Frage, die ich nicht mal eben so mit einem Satz beantworten kann. Und zwar war es so, dass ich mit ungefähr 14 Jahren schon mal an Medizin interessiert war, weil meine Mutter da Brustkrebs bekommen hat. Und es ist ja oft so, dass wenn etwas in der eigenen Familie passiert, dass man dann anfängt, sich dafür zu interessieren. Das Witzige ist, dass meine Mutter mir tatsächlich über meine Jugendzeit hinweg immer mal wieder gesagt hat, Esther, komm, studier doch Medizin. Und ich es immer abgewehrt habe, weil ich irgendwie immer gedacht habe, dass ich das nicht schaffen würde. Ich weiß nicht warum. Ich war schon immer ein ehrgeiziger Mensch. Ich war auch sehr lernbereit und auch immer eine gute Schülerin. Von daher weiß ich nicht, warum ich mir immer selber gesagt habe, dass ich das nicht schaffen würde. Allerdings muss ich sagen, hatte ich damals auch nicht das größte Selbstbewusstsein. Deswegen kann es gut sein, dass es damit auch zusammengehangen hat. Und wie ich euch dann ja in meinem Teil 1 schon erzählt habe, war es dann so, dass ich eben ja nach dem Abi nicht wirklich wusste, in welchen Bereich ich gehen möchte oder was ich generell einfach vom Leben möchte, weswegen ich dann erstmal ein Jahr nach Amerika gezogen bin und da gearbeitet habe und ich mir eben gedacht habe, okay, weißt du was, wenn dir in diesem Jahr nichts Besseres einfällt, dann studierst du einfach Psychologie, so wie deine Eltern. Genau das ist dann natürlich auch passiert. Aber ich habe relativ von Anfang an eigentlich gemerkt, dass Psychologie nicht das Richtige ist für mich. Ich habe von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl gehabt. Ich kann das nicht anders beschreiben als eben ein schlechtes Bauchgefühl. Und am Anfang habe ich mir eben so gesagt, komm, warte erstmal das erste Semester ab. Das erste Semester ist immer irgendwie blöd. Allerdings ist das Gefühl irgendwie nie weggegangen und hat sich immer weiter eben bestätigt, sodass ich ab dem zweiten Semester mich umorientiert habe. Ich habe dann eine kurze Phase gehabt, in der ich überlegt habe, ach, weißt du was, geh doch einfach in die Medien oder irgendwie so. Aber das war dann nach 2 Wochen auch wieder rum. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann zurück auf Medizin gekommen bin, aber irgendwie bin ich es. Und dann hatte ich erstmal den Gedanken. Aber den Gedanken habe ich niemandem erzählt. Das war aber tatsächlich schon, ja, das war schon relativ zu Beginn des zweiten Semesters. Ich musste mich erstmal selber an den Gedanken gewöhnen. Ich habe mich hinter Google geklemmt für einige Zeit, weil ich so ein kleiner Recherchefreak bin. Also wenn ich so eine Idee habe, dann muss ich da erstmal 10 Stunden lang recherchieren und mir das angucken, bevor ich mir das erstmal selber eingestehen kann, dass ich das will oder so. Ich habe dann immer mehr gemerkt, okay, da liegt mein Interesse. Auf jeden Fall im Sommer von meinem zweiten Semester habe ich das dann eben auch Leuten erzählt und mich informiert, okay, wie kann das klappen und habe da auch angefangen, mich zu bewerben. Das heißt, wie ihr sehen könnt, ich habe im Prinzip nach dem ersten Semester schon gewusst, dass es wahrscheinlich in Richtung Medizin gehen wird. Das Ganze hat sich dann bestätigt im dritten Semester, wo wir das Fach Biologische Psychologie in der Uni hatten. Und da ging es eben rund um die körperlichen Vorgänge mit Fokus auf dem Gehirn. Und ich muss sagen, ich bin total aufgegangen in diesem Fach. Ich habe unglaublich gern dafür gelernt und mir Wissen angeeignet. Das war auch tatsächlich das erste Fach, wo ich freiwillig die Vertiefungsliteratur gelesen habe. Und ich habe einfach gemerkt, wie mir Psychologie nicht reicht. Und das soll jetzt auf gar keinen Fall irgendwie heißen, dass Psychologie weniger wert ist oder sonst irgendwie was als Medizin, weil das ist absolut nicht der Fall. Das war einfach nur mein persönliches Empfinden. Und immer wenn der Satz gefallen ist, ja, da gibt es jetzt eigentlich noch mehr Informationen zu, aber das müssen Sie nicht wissen, das lernen nur die Mediziner.
Da war ich irgendwie immer so enttäuscht, weil ich dachte, oh Mann, jetzt gerade wurde es interessant. Da ich eben erst diesen Gedanken im zweiten Semester bekommen habe, war es so, dass die Anmeldefrist für den TMS 2018 schon rum war, weswegen ich den TMS ein Jahr später schreiben musste. Dadurch hat sich das Ganze natürlich total in die Länge gezogen. Ich habe mein Studium nicht abgebrochen, sondern ganz normal weiter studiert, aus Angst, dass ich eben im TMS nicht gut abschneide und dass ich dann nachher ohne alles dastehe. Ich habe den TMS letztendlich dann in 2019 geschrieben, also in meinem vierten Semester. Deswegen könnt ihr jetzt hoffentlich auch ein bisschen besser nachvollziehen, weshalb ich jetzt schon im fünften Semester leider bin und ich immer noch nicht an meinem Ziel bin oder da, wo ich eben sein will. Und nochmal generell eben zur Frage, was mich an der Medizin so begeistert. Es ist einfach das Wissen über den menschlichen Körper, wie er funktioniert in all seinen Details, in all seinen Aspekten, also sowohl die biochemische Seite an dem Ganzen, als auch die anatomische, physiologische. Ich finde, es ist einfach unglaublich komplex und vielseitig. Und dann natürlich dieses typische, ich möchte Menschen helfen. Ja, das ist auch ein großer Faktor. Also auch wenn ich während meiner Jugendzeit nicht wusste, was ich machen möchte, wusste ich immer, es soll in Richtung etwas mit Menschen bzw. etwas Sozialeres sein. Das war mir eigentlich immer von Anfang an schon bewusst. Nicht nur die Vielseitigkeit im Fach selber, sondern auch nachher im Beruf. Also man kann ja schon sagen, dass man als Arzt im Prinzip eine Mischung aus Bürojob und praktische Arbeit hat, weil besonders wenn man seine eigene Praxis hat oder natürlich auch im Krankenhaus gehört eben Büroarbeit einfach mit zum Alltag dazu, aber auf der anderen Seite hat man dann natürlich seine praktische Arbeit, also seine Hände, die man irgendwie benutzen kann. Ja, darüber hinaus gibt es einfach auch unglaublich viele Möglichkeiten, also einem steht wirklich, ich würde tatsächlich sagen, die Welt offen als Arzt. Man kann beispielsweise zu Ärzte ohne Grenzen gehen und einfach mal für eine Zeit lang im Ausland oder auch in Entwicklungsländern eben arbeiten. Ärzte werden im Prinzip überall gebraucht. Es ist sehr international, was mir halt auch irgendwo wichtig ist, weil ich einfach ein Fan von Reisen bin und andere Kulturen kennenlernen möchte und mir durchaus vorstellen kann, mal für einige Jahre woanders zu leben. Und für mich bringt Medizin einfach die perfekte Kombination aus Interesse am Fach selbst und die Bedingungen bzw. die Konditionen, die man nachher im Job hat oder die Möglichkeiten und die Türen, die einem dadurch eröffnet werden. Genau, und zum Thema Zeitdruck. Okay, sorry, dass ich jetzt gerade so viel über dieses eine Thema rede. Aber Zeitdruck, muss ich sagen, spielt bei mir keine Rolle mehr. Es gab durchaus eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, scheiße, du wirst immer älter und älter und du kommst irgendwie nicht an. Aber ich habe es ja schon in meinem letzten Video gesagt und ich sage es auch immer wieder. 2 Jahre, die ich jetzt investiert habe in mein Psychologiestudium, sind nichts im Vergleich zu der Zeit, die ich später noch in meinem Job verbringen werde. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich studiere gerne. Ich lerne auch gerne. Ich habe absolut kein Problem damit, jetzt noch 6 weitere Jahre zu studieren, weil der Gedanke daran, zum Beispiel jetzt ins Berufsleben entlassen zu werden, das ist für mich einfach irgendwie total scary. Also ich bin da einfach irgendwie noch nicht. Und ich finde es nicht schlimm, dass ich halt dann erst mit Ende 20 mit dem Studium fertig bin. Von daher muss ich sagen, Zeitdruck spielt bei mir eigentlich gar keine Rolle. Weil klar, ich hätte auch mit 18 eine Ausbildung anfangen können und mit 21 fertig sein können und dann im Berufsleben sein können. Aber das ist eben nicht das, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Und da liegt bei mir einfach ein bisschen die Priorität. Also so im Gesamtbild, im Bigger Picture oder wie auch immer man es nennen will. Was glaubst du, macht einen guten Arzt aus? Gute Frage. Also erst einmal würde ich sagen, dass Empathie ein unglaublich wichtiger Aspekt ist im Arztberuf. Ich habe leider schon einige Ärzte kennengelernt, die kein Fünkchen Empathie hatten und von denen ich mich dann auch nicht gerne behandeln hab lassen. Dann sollte ein Arzt natürlich sein Fachgebiet gut kennen, aber ich denke mal, das ist klar. Ich würde gerne sagen, dass ein guter Arzt sich Zeit nimmt für seine Patienten. Allerdings ist es leider in unserem Gesundheitssystem nicht immer möglich. Allerdings muss ich sagen, schätze ich das immer unglaublich, wenn es dann einen Arzt gibt, der das tut. Findest du den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder den für Psychosomatik und Psychotherapie ansprechender und wieso? Also, ich muss jetzt hier noch einmal sagen, also das habe ich jetzt auch schon in meinem letzten Video gesagt, viele Leute haben, glaube ich, den Eindruck, dass ich Medizin studieren möchte, um nachher trotzdem in die psychologische Richtung zu gehen, also um dann halt Psychiater zum Beispiel zu werden.
Und das ist nicht der Fall. Also auch wenn ich das nicht ausschließe, habe ich momentan eher so das Gefühl, beziehungsweise tendiere ich eher zu anderen Fachrichtungen. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, dass ich nicht weiß, wo der Unterschied zwischen Psychiater und Psychotherapie und Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie liegt. Damit werde ich mich dann beschäftigen, sollte ich mich dann doch in die psychologische Richtung wieder zurückentwickeln. Käme für dich als Alternative das Zahnmedizinstudium in Frage, falls es mit Humanmedizin nicht klappt? Ja, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe mir seit ungefähr einem halben Jahr schon ausgiebig Gedanken darum gemacht, was ich machen möchte, wenn es nicht klappt mit Humanmedizin. Ich werde über dieses Thema nochmal ausführlicher reden, sollte es dann eben dazu kommen, dass ich nicht angenommen werde in Humanmedizin. Deswegen werde ich da auch nochmal meine Beweggründe bzw. meine Überlegungen etwas mehr erläutern. Aber ich kann euch sagen, dass momentan mein Plan so aussieht, dass, wenn es nicht klappt mit Humanmedizin, dass ich vorhabe, einige Praktika zu machen im zahnmedizinischen Bereich und auch eben beim Zahntechniker. Und dass ich durchaus Zahnmedizin als eine gute Alternative ansehe. Was sagst du zum Thema schlechte Work-Life-Balance als Ärztin? Hast du da Bedenken, dass dich der Beruf zu sehr vereinnahmen könnte? Das ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Ja, ich habe da schon drüber nachgedacht, um ganz ehrlich zu sein, weil ich mich einfach in den letzten Jahren so viel mit Humanmedizin beschäftigt habe, weil ich eben auch alle Pro- und Kontrapunkte erstmal so ein bisschen abwägen wollte, bevor ich mein jetziges Studium dann einfach abbreche. Natürlich ist es so, und das kann, glaube ich, auch keiner irgendwie schönreden, dass viele Ärzte, zumindest in Kliniken zum Beispiel, keine gute Work-Life-Balance haben. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, deswegen man kann das Ganze nicht so pauschalisieren. Ich muss dazu sagen, dass ich mir dann zwei verschiedene Szenarien vorgestellt habe. Ich habe mir vorgestellt, dass ich einen Job habe, den ich vielleicht auch durch mein Psychologiestudium dann nachher erreicht habe, für den ich aber nicht brenne und der mich nicht sonderlich interessiert. Und um dahin zu kommen, bin ich durch ein Studium durchgegangen, was ich größtenteils nicht genossen habe. So, habe dann aber einen Job mit einer super Work-Life-Balance. Oder aber, ich habe etwas studiert, was mich größtenteils interessiert hat und einen Job, der mich eben auch irgendwie erfüllt, aber eben mit einer etwas schlechteren Work-Life-Balance. Da muss ich sagen, überwiegt bei mir ganz klar das Interesse bzw. der Drang nach einem Job, der mich erfüllt. Und auch wenn man natürlich in der Klinik Schichten zugeteilt bekommt und man somit sich nicht unbedingt aussuchen kann, wann man arbeitet, gibt es durchaus einige Sachen, die man zum Beispiel auch in seinem Privatleben arrangieren kann, um eben eine etwas bessere Work-Life-Balance zu haben. Zeitmanagement ist das A und O, nicht nur im Job, sondern auch zum Beispiel im Studium. Und als Arzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel in einer Gemeinschaftspraxis zu arbeiten, wo ja die Work-Life-Balance bekanntlich etwas besser ist. So, ich bin gerade mein Video am Schneiden und mir ist aufgefallen, dass ich was vergessen habe zu sagen. Und zwar, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass der Arztberuf nicht der einzige Job ist, in dem man eventuell nicht die beste Work-Life-Balance hat. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Arztberuf immer so ein bisschen als Paradebeispiel so vorgeschoben wird für eine schlechte Work-Life-Balance. Und ich will das auch nicht abstreiten oder so, aber ich finde, dass man ja immer so ein bisschen außer Acht lässt, dass es durchaus andere Berufe gibt, die sehr demanding sind. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, sorry. Wenn man das Ganze zum Beispiel mit der Psychotherapie-Ausbildung vergleicht oder auch die Anfangszeit als Psychotherapeut, zum Beispiel auch in einer Klinik, da ist es durchaus auch so, dass man eben sehr, sehr wenig Freizeit oder generell Zeit für sich hat. Da kann ich euch auch gerne nochmal ein paar Artikel unten in der Beschreibung verlinken, die ich letztens zur Psychotherapie-Ausbildung gelesen habe, die einfach nur mein Mind geblowt haben. Ja, das wollte ich nur nochmal kurz hier ergänzen. Und im Endeffekt ist es sowieso so, dass man abwarten muss, bis man im Job steht. Ich glaube, keiner kann vorher sagen, wie er damit umgeht oder ob er das gut oder schlecht findet. Deswegen, ich lasse das Ganze jetzt erstmal auf mich zukommen und enjoy the ride sozusagen. Hast du das Gefühl, dass das Studium zum Psychiater, also Medizin, mehr wert ist? Nein, absolut nicht. Es gibt kein Studium, was mehr wert ist als ein anderes. Und auch wenn ich natürlich hier immer rede und sage, oh, ich möchte unbedingt Medizin studieren, möchte ich auch, ja. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt allgemein gesehen denke, dass Medizin besser ist als Psychologie oder so. Das ist etwas ganz Subjektives und das heißt auch nur, dass ich persönlich mich einfach mehr für Medizin interessiere.
Aber das heißt nicht, dass ich keinen Wert in Psychologie sehe. Deswegen kann ich das ganz klar mit Nein beantworten. Okay, Leute, mein Akku ist gerade leer gegangen und mir war ein bisschen kalt. Deswegen habe ich eine Jacke mir geholt. Aber wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, hast du Angst davor, für Medizin in eine andere Stadt zu ziehen und deine Heimat zu verlassen und dass es dir in der neuen Stadt eventuell nicht gefallen könnte? Ich würde sagen, jein. Auf der einen Seite muss ich sagen, ich bin wirklich ein Familienmensch. Also ich habe eine sehr, sehr enge Beziehung mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und von daher wird es mir definitiv nicht leicht fallen, auszuziehen. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt, dass egal, wo ich jetzt hoffentlich einen Studienplatz kriege, dass ich diese Chance ergreifen muss und dass ich irgendwann sowieso wahrscheinlich ausgezogen wäre. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mein Psychologiestudium weiter fortgesetzt hätte, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich aufgrund meines Schnitts, der wahrscheinlich nicht, also nicht schlecht, aber halt auch nicht im Top-Bereich gewesen wäre, dass ich halt da dann auch für den Master in eine andere Stadt hätte ziehen müssen. Einfach nur, weil die Städte hier in meiner Umgebung einen viel zu hohen NC haben, was den Master angeht. Deswegen wäre es wahrscheinlich sowieso unvermeidbar gewesen. Und jetzt ist es zumindest so, dass ich dann für etwas ausziehen werde, was ich auch wirklich, wirklich machen will und wofür ich einfach unglaublich lang gearbeitet habe. Und ich habe ja auch an meiner jetzigen Uni wirklich tolle Freunde gefunden, weswegen ich da ganz hoffnungsvoll bin, dass ich dann hoffentlich auch in der neuen Stadt und in der neuen Uni gute, neue Freunde finden werde. Weißt du schon, in welche medizinische Fachrichtung du willst? Also, wie ich ja schon gesagt habe, ich möchte keine Fachrichtung von vornherein irgendwie ausschließen. Ich werde auf jeden Fall jedem Bereich eine Chance geben. Und ich finde auch, jeder Bereich hat irgendwie etwas Interessantes an sich. Aber wie ihr ja vielleicht schon in meinem Teil 1 gehört habt, ich liebe Neuro. Ich finde Neuro einfach unglaublich interessant und muss sagen, ich schwärme ein bisschen für die Neurochirurgie. Ach du Scheiße. War das ein schlechtes Omen jetzt oder was? Okay, ich lebe noch. Allerdings ist die Latte da natürlich sehr weit oben. Und ich weiß eben auch nicht genau, ob ich für den Rest meines Lebens in einer Klinik arbeiten möchte. Und wenn man eben ja, in die chirurgische Richtung geht, wird man wahrscheinlich in der Klinik arbeiten. Ein anderer Bereich, der mich interessiert und wo ich mich definitiv drin sehen würde, wäre die Pädiatrie, also Kinderheilkunde. Damit könnte man eben dann auch eine Praxis aufmachen. Das sind so die zwei Bereiche, mit denen ich momentan so liebäugle. Aber das kann sich natürlich alles noch komplett ändern. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Warum hat es mit dem Medizinstudium bis jetzt noch nicht geklappt? Ja, das liegt daran, zum einen, wie ich euch das ja eben schon erzählt habe, dass ich eben den TMS erst 2019 schreiben konnte und noch nicht 2018. Und zum anderen habe ich einen TMS von 69% gehabt, was natürlich nicht unglaublich schlecht ist, aber eben auch nicht super gut. Es ist jetzt so, dass das Verfahren jetzt 2020 eben umgestellt wird und auch das erste Mal neu durchlaufen wird jetzt im Sommersemester. Letztes Wintersemester war es allerdings noch nicht so. Das heißt, das alte Verfahren hat noch gegolten und man konnte sich eben nur insgesamt an 6 Unis bewerben und nicht an allen. Und es war letztendlich so, dass ich mich natürlich an 6 Unis beworben habe, aber an denen aufgrund meines TMS-Ergebnisses leider nicht reingekommen bin. Ich dann aber im Nachhinein erfahren habe, dass ich tatsächlich an 3 anderen Unis in Deutschland drin gewesen wäre mit meinem NC und mit meinem TMS in Kombination natürlich. Was man aber vorher natürlich nicht weiß, weil sich das natürlich jedes Jahr ein bisschen verschiebt und ich diese Unis eben nicht in meinen 6 Unis, die man da angeben kann, angegeben hatte. Ja, das wird sich dann ja hoffentlich jetzt mit dem neuen Verfahren etwas ändern, weil man sich ja jetzt an allen Unis bewerben kann, was ich auch übrigens getan habe. Das heißt, ich lasse da keine Chance mehr verstreichen oder so. Genau, das ist aber der Grund, weshalb es eben noch nicht geklappt hat. Falls es mit dem Medizinstudium in Deutschland nicht klappen sollte, kannst du dir auch vorstellen, im Ausland zu studieren? Also, ich bin tatsächlich momentan am Überlegen, ob ich den Med.AT in Österreich schreiben soll im Sommer. Das weiß ich aber noch nicht. Also da bin ich, wie gesagt, noch am Überlegen. Ich würde Österreich definitiv in Erwägung ziehen, was Osteuropa zum Beispiel angeht. Es ist ja auch sehr beliebt, dass eben viele Leute dann ja, nach Bulgarien, Rumänien und Co. gehen. Da muss ich sagen, dass ich das wahrscheinlich nicht machen würde. Aber wie gesagt, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Also es kann auch sein, dass ich darüber meine Meinung nochmal ändere, aber das ist so der jetzige Stand zumindest. Ja, Leute, dann kommen wir jetzt zu euren persönlichen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich hoffe, dass ich die etwas schneller beantworten kann, weil ich habe das Gefühl, das Video ist jetzt schon unglaublich lange. Aber gut, fangen wir an. Wo kommst du her?
Ich komme aus der Nähe von Köln. Voilà. Wenn du 3 Leben hättest, welche Berufe würdest du jeweils ausüben? Das fand ich eine sehr interessante Frage. Also, in diesem Leben möchte ich ja gerne Ärztin werden. Deswegen würde ich das schon mal als ersten Beruf nehmen. In einem anderen Leben würde ich dann gerne Schauspielerin werden, beziehungsweise so Schauspielerin/Sängerin, weil ich auch ganz gerne mal in einem Musical mitmachen würde. Und in meinem dritten Leben würde ich Astronautin werden, weil das so mein allererster Berufswunsch war, damals mit 4 oder 5 Jahren. Und ich immer noch sehr fasziniert bin vom Universum und vom All und allem drum und dran. Und ich sag euch Leute, wenn ich ein bisschen begabter, beziehungsweise wenn ich überhaupt begabt wäre in Physik, dann hätte ich diesen Weg vielleicht auch sogar eingeschlagen. Hast du Lieblingsbücher? Ja, ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan, also wahrscheinlich der größte Harry Potter Fan, den ihr je kennenlernen werdet. Und das schon seitdem ich 3 Jahre alt bin. Also ich bin wirklich mit diesen Büchern und auch den Filmen natürlich aufgewachsen. Und auch wenn ich früher eine ziemliche Leseratte war, jetzt eher nicht mehr so, früher schon, muss ich aber trotzdem sagen, dass meine Lieblingsbücher für immer die Harry Potter Bücher bleiben werden. Hast du einen Freund? Nein, habe ich nicht. Aber falls ihr irgendeinen cuten Boy kennt, dann hit me up. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist, ich würde sagen, ein Hund. Ich hätte gerne einen Hund. Aber ich muss sagen, ich finde Pinguine auch sehr süß und witzig. Und Affen finde ich sehr interessant. Und Delfine. Ich würde sehr gerne mal mit Delfinen schwimmen. Welche Musik hörst du gerne? Also, ich muss sagen, dass ich so ziemlich jedes Genre höre, außer Heavy Metal, Schlager und Deutschrap. Deswegen habe ich auch nicht wirklich eine Lieblingsband oder einen Lieblingskünstler oder so, aber ich höre auf jeden Fall sehr gerne Ariana Grande, weil ihre Stimme einfach Hammer ist. Ich war auch schon 3-mal auf einem Konzert von ihr, das war sehr schön. Und Queen und insbesondere Freddie Mercury. Also ich bin ein sehr großer Queen-Fan. Ja, aber sonst ist es bei mir halt einfach so, wenn ich den Song mag, dann mag ich ihn, egal aus welchem Genre. Und wenn nicht, dann nicht. Hörst du gerne Podcasts und wenn ja, was sind deine Empfehlungen? Nein, ich höre tatsächlich keine Podcasts. Außer den Harry-Podcast von Code Mirror, aber der ist hier auf YouTube. Den kann ich euch sowas von empfehlen. Der ist so witzig. Also auch wenn ihr nicht Hardcore-Harry-Potter-Fan seid, den kann ich sowas von empfehlen. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich bin so der einzige Mensch in meiner Generation, der nicht regelmäßig Podcasts hört. Welche Art von Tanz machst du? Also früher habe ich ganz klassisch mit Ballett angefangen und habe dann aber irgendwann gewechselt zum Dancefloor bzw. Disco Dance. Das ist, das kann ich sehr schlecht beschreiben. Am besten ihr guckt mal nach auf YouTube, weil da gibt es einige Videos zu. Es ist auf jeden Fall eine modernere Art zu tanzen. Wie geht es dir gerade? Das ist aber süß. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Also ich sitze zwar die ganze Zeit auf heißen Kohlen, hauptsächlich natürlich wegen der Zulassung und lerne parallel halt gerade für meine erste Klausur. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja, also ich lebe mit meiner Mutter und mit meiner Schwester zusammen und tue das auch sehr gerne. Also ich bin tatsächlich nicht eine der Personen, die gesagt hat, oh, ich bin jetzt 18, ich muss jetzt sofort ausziehen, weil ich mich einfach immer sehr gut mit meiner Mutter und mit meiner Schwester verstanden habe und sehr, sehr gerne mit ihnen zusammenlebe. Und ich muss sagen, ich werde auch wirklich traurig sein, wenn ich nicht mehr mit ihnen zusammenlebe. Wie oft machst du Sport? Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich mache auf jeden Fall immer mindestens 1-mal pro Woche Sport, weil ich da Tanztraining habe. Aber ansonsten versuche ich auch außerhalb des Tanzens immer mindestens, also zumindest 2-mal die Woche dann noch irgendwie ein bisschen was an Fitness zu machen. Am liebsten 3-mal, sodass ich halt insgesamt 4-mal die Woche Sport mache. Das ist aber nicht immer realisierbar. Also besonders dann, wenn in der Uni viel abgeht, ist das natürlich etwas komplizierter. Wie alt bist du? Diese Frage habe ich tatsächlich öfter gelesen und hat mich irgendwie überrascht. Ich dachte immer so, das habe ich irgendwie gesagt oder ihr wisst es einfach, aber anscheinend nicht. Ich bin 21 Jahre alt. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Ich hatte auch sehr lange Zeit damit zu kämpfen, dass mich viele Leute deutlich jünger eingeschätzt haben, als ich eigentlich bin. Das hat sich tatsächlich in den letzten Monaten ein bisschen gelegt. Und ich muss sagen, ich bin schon stolz, ne, wenn ich zum Beispiel Bier kaufen kann, ohne nach dem Ausweis gefragt zu werden. Was vor allem damit zu tun hat, dass ich sehr klein bin. Ich bin nur 1,55 groß, also ja.
Was sind deine Hobbys bzw. was machst du so in deiner Freizeit? Also, ich bin allgemein ein sehr kreativer Mensch. Ich spiele sehr gerne Klavier und singe auch gerne. Und generell eigentlich alles, was mit Musik zu tun hat, mache ich sehr, sehr gerne. Ich gehe dann, wie gesagt, tanzen und YouTube ist natürlich auch eins meiner Haupthobbys. Ja, und ansonsten mache ich eigentlich das, was so jeder Mensch in meinem Alter macht. Ich treffe mich gerne mit meinen Freunden, wenn auch leider viel zu selten. Ich gehe im Sommer zum Beispiel sehr gerne schwimmen. Und ja, im Winter mache ich sehr gerne Wintersport, also in Richtung Skifahren. Da geht es für mich auch bald in Skiurlaub, da werde ich auch einiges vloggen. Und ich habe seit ungefähr 2 Monaten meine Liebe zu Eislaufen entdeckt. Ja, und mein großer Traum ist es, nächsten Winter mal einen Eiskunstlauf-Anfängerkurs zu belegen. Mal gucken, ob ich das realisieren kann. Ach so, und ich reise sehr gerne. Ich bin wirklich ein großer, großer, großer Travel-Fan. Also wenn ich für eins mein Geld ausgebe, dann wirklich für Reisen. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, das ist ein bisschen eine deepere Story. Und auch etwas, was ich auf diesem Kanal tatsächlich noch überhaupt nicht erwähnt habe. Es ist so, dass mein Vater vor etwas mehr als 2 Jahren, also als ich 19 war, verstorben ist. Das war zu Beginn meines ersten Semesters. Und ja, das ist halt auch nochmal einer der Gründe, weswegen das mit Medizin für mich einfach ein bisschen länger gedauert hat. Weil ich halt in der Zeit vom ersten und zweiten Semester nicht wirklich in der Lage gewesen wäre, für den TMS 2018 zu lernen. Ja, und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das ein sehr einschneidendes Erlebnis war in meinem Leben und so ziemlich das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Und es hat mir eben sehr viel beigebracht. Und eins dieser Dinge war eben, dass das Leben einfach so unglaublich schnell vorbei sein kann. Also wirklich von heute auf morgen kann theoretisch jemand das Licht ausmachen und es ist alles vorbei. Und es war so, dass ich eben schon seit einiger Zeit irgendwie Lust hatte, Videos zu drehen, weil ich zum Beispiel früher auch gerne in meiner Freizeit halt mit Freunden gemacht habe oder auch tatsächlich damals mit meinem Vater. Also mein Vater war tatsächlich derjenige, der mich an das ganze Video und auch Musik, Gedönse rangeführt hat. Und ich habe mir dann irgendwann so gedacht, du hast nur ein Leben und das Leben ist viel zu kurz, um es damit zu verschwenden, eben nicht das zu machen, was du gerne machst. Und dann habe ich mir irgendwann, ich sag mal so, den Mut zusammengenommen und habe einfach meinen YouTube-Kanal gestartet. Auch wenn ich natürlich am Anfang ein bisschen Angst hatte davor, was zum Beispiel die Reaktionen von den Leuten aus der Uni sein werden. Und das war auch zum Beispiel einer der Gründe, weswegen ich es in der Schulzeit nicht gemacht hatte, weil ich damals einfach noch nicht selbstbewusst genug war, um eben sowas für mich selbst zu starten, weil das natürlich einfach auch, ich meine, ihr wisst ja alle, wie Jugendliche drauf sind, ne? Das bietet halt anderen Leuten einfach eine Angriffsfläche und ja, da war ich, glaube ich, in dem Alter einfach irgendwie nicht reif genug für wahrscheinlich. Ja, habe angefangen mit irgendwie so Make-up-Tutorials, weil ich damals sehr into Make-up war und habe erstmal Videos auf Englisch gemacht, weil ich eben so dachte, okay, dann können mich mehr Leute verstehen und so. Und mein damaliger Freund war eben auch Amerikaner und wir hatten viele Videos auch zusammen gedreht. Also es wurde dann irgendwie auch so zu unserem Hobby. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass es mir irgendwie mehr Spaß macht, Videos auf Deutsch zu drehen. Besonders auch, weil ich eben mich gerne auf Uni-Vlogs und generell Uni-related Stuff konzentrieren möchte, weil mir das eben am meisten Spaß macht und weil ich auch das Gefühl habe, dass ich da euch irgendwie mehr zurückgeben kann, als ich das zum Beispiel in einem Make-up-Tutorial könnte. Und weil ich auch irgendwie gemerkt habe, dass es noch keinen Psychologiestudenten wirklich gibt, der so vom Alltag berichtet. Und dazu kam dann natürlich noch, dass mein Ex-Freund und ich uns im Sommer, also letzten Sommer, getrennt haben. Und diese Videos auf Englisch, das war so unser Ding. Und irgendwie war ich dann so in der Phase, dass ich so sage, ich habe keinen Bock mehr darauf, weil mich das irgendwie so daran erinnert hat. Ja, und jetzt sitzen wir hier und drehen Uni-Vlogs. Und ich muss sagen, ich bereue es absolut überhaupt nicht, also weder mit YouTube angefangen zu haben, noch das jetzt auf Deutsch umgeswitcht zu haben. Und ich muss sagen, es macht mir momentan wirklich mehr Spaß denn je. Und ich hoffe, dass man das auch merkt und dass es euch auch Spaß macht, zuzugucken. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist, ich würde sagen, Lavendel, also hier so Lavendel, Blau und ein Bordeaux-Rot, also ein schönes
dunkel-bordeaux-rot. Wie schaffst du es, dich aus schweren Zeiten wieder rauszuholen? Beziehungsweise was tust du, damit es dir besser geht in solchen Zeiten? Also, den Number One-Tipp, den ich euch da geben kann, ist, mit euren Freunden oder eurer Familie zu reden. Also das ist wirklich das, was mich bis jetzt aus jeder schweren Zeit rausgeholt habe. Und ich muss da auch echt mal sagen, Props an meine tollen Freunde und vor allem an meine Mutter und meine Schwester, die immer, wirklich immer für mich da waren und es auch immer sein werden, wenn ihr solche Leute habt im Leben. Scheut euch wirklich nicht davor, zu ihnen zu gehen, weil dieses Reden und es einfach rauslassen einfach die beste Medizin ist, meiner Meinung nach. Ja, und andere Sachen, die ich dann auch immer ganz gerne mache, ist, ich lese dann immer Harry Potter von vorne. Ich habe tatsächlich in dem letzten Sommer, also in dem mein Ex-Freund und ich uns getrennt haben, die komplette Harry Potter-Serie wieder von vorne bis hinten gelesen, weil mir das einfach so unglaublich viel Trost spendet. Und das könnte ich euch auch raten, selbst wenn ihr keine Harry Potter-Fans seid. Also ich finde wirklich, Harry Potter hat einfach irgendwie etwas Tröstendes an sich. Und nun zur letzten Frage. Wow, wir haben es geschafft, Leute. Wie hast du in deinem Abi abgeschnitten und welche LKs hattest du? Also ich habe das jetzt schon, glaube ich, öfter mal erwähnt. Ich habe mein Abi mit einer 1,4 abgeschlossen. Und in NRW hat man ja zwei LKs. Und zwar hatte ich Deutsch und Englisch LK. Mein drittes Abifach, also mein anderes schriftliches Abifach, war Biologie. Und mein mündliches war Sozialwissenschaften. Ja, und falls euch mein komplettes Abi-Zeugnis interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann stelle ich euch das mal vor. Ich muss sagen, im Nachhinein habe ich es bereut, Deutsch-LK gewählt zu haben. Ich hätte es lieber mit Bio getauscht, um ehrlich zu sein. Und witzigerweise glaube ich tatsächlich auch, dass wenn ich das getauscht hätte, dass ich sowohl in Bio als auch in Deutsch bessere Noten bekommen hätte. Aber gut, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Ja, und allgemein kann man sich ja mit einem 1,4er Abi nicht gerade beschweren. Ja, Leute, das war's jetzt mit meiner Q&A-Serie. Es werden natürlich noch mal öfter Q&As folgen, die dann hoffentlich nicht mehr so lang werden. Ich werde ab jetzt nicht mehr versprechen, dass ich jede einzelne Frage beantworte. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und wie gesagt, falls ihr noch mehr Fragen habt, dann lasst sie unten in den Kommentaren und ich werde sie da auf jeden Fall noch beantworten. Folgt mir vielleicht auch auf Instagram, damit ich nächstes Mal, wenn ich so einen Aufruf mache, das vielleicht einfach auf Instagram machen kann oder so. Ich kann das momentan noch sehr schlecht einschätzen, wie viele Leute mir tatsächlich auf Instagram folgen, also ob sich das überhaupt lohnen würde. Ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr mehr von mir sehen wollt. Und ich würde sagen, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!